Hier möchte ich eine Software oder eine Internetseite vorstellen, mit der sogenannte Videoanalyse möglich ist. Und zwar ist es eigentlich eine zweite Version von dieser Software und die habe ich mobile Version genannt. Zu der alten Version gibt es auch schon ein Video, die heißt jetzt Videoanalyse alte Version. So, wenn wir jetzt auf die mobile Version draufklicken, sehen wir folgendes Fenster mit 5 Registern. Einmal Register Video, Einstellungen, Tabelle, Graph und Export. Und wir starten mit dem Register Video. Und hier soll es um Folgendes gehen. Wir wollen eine Videodatei hochladen und in dieser Datei werden wir Objekte verfolgen. So, das hier sieht nicht so schön aus, aber hat jetzt für unsere Arbeit eigentlich keinen Einfluss. Also wir haben die Datei ausgewählt. Auf dem Handy kann man auch aussuchen, ob man das aus der Mediathek oder wie auch immer es so dann heißt, Galerie oder so. Und wenn wir das gemacht haben, können wir das Video laden. Wichtig ist aber zu beachten, dass wir hier diese Stelle in den Hinterkopf behalten. Also hier steht ein Dreieck T ist gleich. Das Dreieck ist ein griechischer Buchstabe Delta, ein Groß D, sozusagen, also Groß Delta, Groß D. Und das steht für Differenz oder Unterschied. Damit wird sozusagen der Zeitunterschied festgelegt, mit welchen wir das Video durchlaufen. Also wenn wir dann bei 0 starten, dann wäre das nächste Foto, was wir von dem Video machen, nach 0,5 Sekunden, nach einer Sekunde, 1,5 Sekunden und so weiter. Und ich glaube, bei diesem Video sind 0,5 Sekunden eine gute Schrittweite. So, wenn man jetzt auf Video laden klickt, wird das Video geladen. Ich werde es in dem Video, also in der Aufnahme selbst, schneller abspielen. Der Ladevorgang dauert doch ein paar Sekunden. So, das Video wurde geladen und jetzt können wir damit arbeiten. Das erste, was man machen soll, ist dem Computer zu sagen, okay, was sind überhaupt die Einheiten in diesem Video? Also wir sehen momentan zwei Autos, das könnten Spielzeugautos sein und ich möchte die auch als Spielzeugautos interpretieren. Das erste, was wir machen, wir klicken hier auf diese, was ist das, pinke Fläche und wählen Kalibrierung aus. Und jetzt sehen wir einen, das ist glaube ich Cyan die Farbe, einen Strich und dieser Strich ist eine Einheit. Und ich möchte einfach sagen, okay, die Länge von da nach da mögen das 2 Meter sein. Also ich habe mir erstmal einen Strich markiert und wie lang dieser Strich ist, das stellen wir gleich ein. Das zweite, was wir machen, wir setzen ein Koordinatensystem. Dazu gehen wir hier wieder drauf und nehmen Koordinatenachsen. Und jetzt sehen wir eine vertikale und eine horizontale Achse. Und hier einen Kreis. Wenn wir da draufklicken, können wir das verschieben. Das ist der Koordinatenursprung. Und den würde ich gerne hier in die untere linke Ecke legen, so wie wir das aus dem Mathematikunterricht gewohnt sind. Und wenn wir jetzt einstellen wollen, was dieser Abstand ist, müssen wir kurz zu den Einstellungen übergehen. Und da haben wir die Kalibrierungsbandlänge. Die steht momentan auf 1. Und ich habe gesagt, das sollten 2 Meter sein. Also sage ich das dem Rechner, das sind bitte 2. Das wollte ich jetzt mal nicht klicken. Lassen wir das jetzt mal. So, okay. Also dann hat man vor und zurück. Mit vor und zurück kann man sich in der Zeit vor und zurück bewegen. Da sehen wir, wo wir uns gerade in der Zeit befinden. So, starten wir jetzt bei t gleich 0 Sekunden. Und ich möchte das rote Auto verfolgen.
Und dann brauche ich einen markanten Punkt, den ich immer wieder finde bei dem Auto. Und ich entscheide mich hier auf dieser Ecke, auf dem Dach, wo die sozusagen die Windschutzscheibe und das Dach irgendwie ineinander übergehen und dann hier das Fenster. Also es ist einfacher da drauf zu klicken, dann weiß man, was gemeint ist. Also da muss man, sorry, ich muss jetzt mal in Objektmodus gehen. Objekt 1, das ist Objekt 1, ist das, was ich gleich verfolgen werde. So, ich klicke erstmal drauf. So, und jetzt habe ich einen Punkt erstellt. Das kann ich noch ein bisschen nachjustieren. So, wenn ich damit zufrieden bin, gehe ich zu dem nächsten Zeitpunkt, klicke drauf, gegebenenfalls nachjustieren und so weiter. Und dann gehe ich vor. Und jetzt habe ich keine Lust, irgendwie jedes Mal da drauf zu klicken und vorzugehen. Und das kann man in den Einstellungen so einstellen, dass der nächste Frame oder das nächste Frame, ist das hier falsch? Wahrscheinlich, automatisch gewählt wird. Ich setze hier ein Häkchen, zurück zum Video. Und jetzt, wenn ich hier drauf klicke, wird da ein Punkt gesetzt und wir gehen 0,5 Sekunden in Zeit vor. Also mit der Maus ist es, glaube ich, einfacher. Es wurde aber im Unterricht bemängelt, dass man es auf dem Touchscreen nicht so gut hinbekommt, dass es besser wäre, wenn man das manuell machen würde. Und ja, ich glaube, jetzt spüre ich einfach vor. So, jetzt habe ich alle Punkte halbwegs getroffen. Wenn wir uns das dann anschauen, okay, manche sind nicht so toll, aber für die Aufnahme jetzt reicht es. So, wenn wir jetzt das blaue Auto verfolgen wollen, brauchen wir ein zweites Objekt. Dazu klicken wir auf Objekt hinzufügen. Wenn wir das machen, gehen wir dann direkt in der Zeit in t gleich 0 Sekunden, also Objekt hinzufügen. Und jetzt wurde Objekt 2 sogar ausgewählt. Und jetzt verfolgen wir das blaue Objekt und das spüre ich dann direkt vor. So, jetzt haben wir beide Objekte verfolgt. Bei den Einstellungen vielleicht das Bild rotieren. Manchmal ist es so, wenn man ein Video mit dem Handy aufgenommen hat, wird es auf dem Handy richtig rum abgespielt, aber das hochgeladene Video steht dann auf dem Kopf und mit Bild rotieren können wir das Video einfach umdrehen. Aber das passt gerade nicht zu meinen Punkten, deshalb mache ich das rückgängig. So, Tabelle. In der Tabelle, wenn wir jetzt auf Tabelle exportieren klicken, werden unsere Objekte, also die Punkte, die wir gesetzt haben, in Form einer Tabelle gespeichert. Also die Zeiten von t bis 16,5 Sekunden sind in dieser Spalte. Dann die x-Koordinate des ersten Objekts, die y-Koordinate des ersten Objekts, die x-Koordinate des zweiten Objekts und die y-Koordinate des zweiten Objekts. So, Tabellen sind an sich ganz schön, aber relativ schwer zu lesen. Und jetzt gehen wir zu dem Graph. Und dort gibt es drei Modi, wie wir zeichnen wollen. Also wir haben hier in der Tabelle drei Spalten. Und in einem Koordinatensystem haben wir momentan nur zwei Achsen. Das bedeutet, wir müssen uns für etwas entscheiden und können entweder die Zeit auf die X-Achse legen und die X-Koordinate auf die Y-Achse. Das wäre dieser Modus. Was noch wichtig zu sagen ist, dass nicht alle Daten der Tabelle gezeichnet werden, sondern nur das Objekt, was wir gerade ausgewählt haben. Und ich starte vielleicht mit dem ersten Objekt, also Objekt 1 beim Video, dann zurück zum Graph und zeichne TX. Dann werden wir die zeitliche Bewegung in die X-Richtung uns anschauen. Also zu welchem Zeitpunkt welche X-Koordinate das rote Auto hatte. Und jetzt Graph zeichnen und wir sehen, dass die
x-Koordinate zuerst zunimmt, dann mehr oder weniger gleich bleibt. Das ist der, ich glaube, der Zeitpunkt, wo wir so diese kleine Wende machen mit dem roten Auto. Dann nimmt die x-Koordinate ab. Das bedeutet, wir bewegen uns wieder nach links. Dann bleibt die x-Koordinate kurzzeitig gleich, also unverändert. Also da haben wir mehr oder weniger gestoppt. Und dann bewegen wir uns wieder nach rechts. Die x-Koordinate nimmt zu. Dann können wir uns das gleiche für die y-Koordinate anschauen, Graph zeichnen und dann sehen wir Folgendes. Wir haben uns erstmal gar nicht weder nach oben noch nach unten bewegt. Also wir bleiben in der gleichen Höhe. Dann machen wir die Wende. Das bedeutet, wir haben hier so eine Schleife gemacht und die Höhe nimmt zu. Und dann bewegen wir uns wieder hin und her in derselben Höhe. Und genau das sieht man hier in diesem Verlauf. Und der dritte Modus, XY, da werden einfach alle Punkte wie so ein Stroboskopbild gezeichnet. Und das ist jetzt sozusagen so, wie wir uns mit dem Auto bewegt haben. Der Nachteil dieser Darstellung ist, dass wir nicht wissen, okay, ist das der Anfang oder ist das der Anfang, wo haben wir jetzt angefangen oder ja, also da ist es ist deutlich schwieriger, die Informationen zu entnehmen, ob schon das irgendwie näher daran an dem ist, was wir in dem Video gesehen haben. Also eigentlich braucht man alle drei Darstellungen. Und ich würde schon fast behaupten, das ist die am wenigsten wichtige. So, ja, wir können uns das einmal noch für Objekt 2 angucken. Jetzt aber mit weniger Kommentar. Also hier sehen wir, dass wir uns hin und her bewegt haben. Das wäre das Stroboskopbild. So, jetzt TX-Diagramm. So, die X-Koordinate nimmt zu, nimmt ab, nimmt zu, nimmt ab. Das ist diese Hin- und Herbewegung von links nach rechts. Und Y, da dürfte sich nicht viel tun, weil wir die Höhe in dem Bild eigentlich nicht verändern bei dem blauen Auto. So, und dann sehen wir, dass also die Schwankungen kommen eigentlich nur davon, dass wir nicht immer die gleiche Stelle im Auto erwischt haben beim Setzen der Punkte. So, da hat man auch die Möglichkeit, die Daten zu exportieren, um sie weiter zu verarbeiten. Das ist hier unter Register Export. So, exportieren als Text. Da werden die Daten aus der Tabelle als reine Textdatei reingeschrieben. So, und jetzt kommen wir zu einer IT-Unmöglichkeit, wie ich sie finde. Also eigentlich sind das Daten in so einem sogenannten CSV-Format. CSV steht für Comma Separate Values, also mit Komma getrennte Werte. Nur das passt mit der deutschen Schreibweise ja nicht, weil wir in der Computersprache bei den Kommazahlen wirklich ein Komma benutzen, also das ist jetzt die Zahl 0,096. Und wenn wir Zahlen mit Kommata trennen wollen, dann kann der Rechner nicht unterscheiden, okay, ist das jetzt eine neue Zahl oder ist es das Komma einer Kommazahl? Also da, also im deutschen Format ist eigentlich ein Semikolon separiertes Format. Damit kann Excel oder LibreOffice Calc umgehen. Andere Programme werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Deshalb gibt es hierhin so ein DE-Häkchen. Wenn ich das wegmache und das Ganze exportiere, haben wir das eigentlich so gedachte Format, so wie die meisten wissenschaftlichen Programme damit umgehen können. Also Werte, die wir mit Kommata trennen und die Kommazahlen haben halt einen Punkt als das, was man in Deutschen Komma nennt. Also 0,096. Okay, also das könnte man kopieren und weiterverarbeiten.
Auf dem Smartphone ist es, glaube ich, einfacher, wenn wir hier in Kopierablage speichern klicken. Dann kann man die Daten direkt woanders einfügen. Das wird, wie gesagt, in die Kopierablage geschoben. Dann kann man das Ganze als eine CSV-Datei herunterladen. Und wenn man das dann mit LibreOffice Calc oder OpenOffice Calc oder Microsoft Office Excel öffnen möchte, sollte man hier ein DE-Häkchen setzen. Da kann das Programm das direkt öffnen, sonst hat man irgendwie Probleme. Und sonst kann man sich die CSV-Datei als E-Mail versenden. Könnte man gut vorstellen, dass es vielleicht eine Option, wenn man mit einem Handy oder mit unseren Schul-iPads arbeiten, dass es dann eine Möglichkeit wäre. Wie man die Daten bei Excel oder LibreOffice Calc einfügt und bearbeitet, dazu werde ich später noch ein Video erstellen.